Genau, als letzten Gast begrüße ich Lars Röwekamp. Es soll um das Thema KI und Ethik gehen. Lars, möchtest du dich kurz erstmal vorstellen? Sehr gern. Erstmal hallo Ebert und hallo natürlich an alle draußen an dem Bildschirm. Mein Name ist Lars Röwekamp, Geschäftsführer und Gründer der Open Knowledge GmbH. Und bei der Open Knowledge GmbH beschäftige ich mich mit vielen großen Systemen, Enterprise Computing und so weiter und in dem Zuge auch mit KI. Deshalb auch heute das Thema. Genau, wobei ich muss halt gestehen, ich identifiziere dich eigentlich eher so mit Architektur. Du machst ja auch ganz viel bei Microservices und so. Warum hast du diesen Talk eingereicht? Also warum gerade das Thema KI und Ethik? Was ist da so deine persönliche Motivation an der Stelle? Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Also so wie dir geht es auch vielen anderen, Eberhard. Viele unserer Kunden sind jetzt gerade so in der Überlegung, hey, können wir nicht irgendwie mit KI eine höhere Wertschöpfung schaffen? Also können wir unsere Systeme, ich sage jetzt mal Shopping-Systeme oder sonst irgendwas mit KI verbessern oder auch unsere Datenanalysen, also Big Data-Themen mit KI verbessern? Und in den Diskussionen merke ich immer wieder, dass man mit dem Thema oder dass unsere Kunden mit dem Thema extrem blauäugig umgehen. Also gerade was Qualität der Daten angeht, die ausgewertet werden, mit auch die Ziele, die erreicht werden sollen. Also man hat dann immer so ganz hanebüchene Vorstellungen. Und dieses ganze Thema Ethik, also wie weit darf ich gehen mit der KI, welche Daten darf ich verwenden, wie stark greife ich vielleicht manipulativ ein, also selbst im Shop-System, also wie stark manipuliere ich Leute, irgendwas zu kaufen, wird häufig komplett außen vor gelassen. Und mich erinnert das ein bisschen an ganz früher, als das Internet losging und man vergessen hat, über Security nachzudenken und sich da im Laufe der Zeit so eine tickende Zeitbombe aufgebaut hat. Und ich glaube, wenn wir nicht jetzt schon relativ an den Anfängen über das Thema Ethik nachdenken, also Vermeidung von Diskriminierung zum Beispiel in großen Datenmengen und in der KI, dann werden wir in 5 Jahren Riesenprobleme bekommen. Und deshalb halt jetzt schon der Versuch der Positionierung oder sagen wir lieber der Sensibilisierung für das Thema. Ich muss aber auch fairerweise sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich beratend weltweit unterwegs bin zu dem Thema, sondern das liegt mir wirklich am Herzen, dass sich die Leute da einfach ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ne? Genau, und das fand ich halt auch irgendwie super sympathisch und das war auch der Grund, weswegen ich mich freue, dass du halt hier bist und gesagt Schön. hast, dass du dazu noch etwas sagen willst, weil ich glaube eben auch, dass wir als Softwareentwickler, Softwareentwicklerinnen und überhaupt irgendwie als Profis uns über die Folgen unseres Tuns sozusagen klar werden müssen. Und ja, also um sozusagen mit den Basics anzufangen, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Also wie definiert man den Begriff und was gehört dazu? Ja, also auch das ist so eine kleine Herausforderung oder ein kleines Problem. Und zwar gibt es nicht die Definition künstliche Intelligenz. Also wenn man mal so in der Historie schaut, dann gab es eigentlich schon 1950 von Alan Turing eine Definition, die sagte, wenn irgendwas so ähnlich ist wie ein Mensch, ne? Also wenn es sich so verhält wie ein Mensch. Und da gibt es den schönen Turing-Test, wo ein Mensch sozusagen einen Computer und ein Mensch parallel interviewt. Und wenn er nicht entscheiden kann, welcher von beiden war ein Mensch und welcher war der Computer, dann hat dieses System den Turing-Test bestanden. Ist ein bisschen kritisch, weil man nicht weiß, ist das Ding dann wirklich intelligent oder ist es nur in der Lage, das menschliche Verhalten gut zu simulieren. Ein bisschen später gab es den Herrn Minsky, also 10 Jahre später in etwa, der hat zum ersten Mal den Begriff Intelligenz reingebracht und gesagt, wenn ein Ding, ein Computer, ein Roboter, was auch immer, irgendwas macht, was von Menschen Intelligenz erfordern würde, also Schachcomputer oder der AlphaGo als Beispiel, dann ist es künstliche Intelligenz. Und wenn man heute schaut, also von Kaplan, Entschuldigung, zum Beispiel, ist ein Professor aus München, der sagt so sinngemäß, wenn es Datenmengen gibt und daraus gelernt wird, um ein spezifisches Ziel zu erreichen und sich das System im Laufe der Zeit adaptiert, also verbessert sozusagen, dann haben wir es mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und hier spielen dann in der Definition große Datenmengen eine Rolle. Diese Daten interpretieren spielt eine große Rolle. Also Eingangsdaten aus diesen Daten irgendwelche Rückschlüsse ziehen, Korrelationen herausziehen, um damit eine Aktion auszuführen, also eine Entscheidung zu fällen. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Problem. Wir reden hier über Korrelation, also wir reden über Wahrscheinlichkeiten und nicht über Wahrheiten.
anders als wir es in der Wissenschaft normalerweise gewohnt sind. Da gibt es eine Annahme und die beweise ich und dann weiß ich, es stimmt oder es stimmt nicht. Es ist hier so, dass ich davon ausgehe, wenn es nur ausreichend viele Treffer gibt, dann wird es schon stimmen. Also wenn die Wahrscheinlichkeit hinreichend groß ist, dann wird es plötzlich zu einer Wahrheit. Und das müssen wir uns immer bewusst machen. Es gibt keine hundertprozentige Entscheidung in der KI, sondern wir reden immer nur über Wahrscheinlichkeit. Was also zum einen bedeutet, dass nach diesem Verständnis eben das Lernen dieser Systeme eine wichtige Sache ist und dass du eben sagst, dass Korrelation, also dass zwei Dinge sozusagen zufällig miteinander passieren und Kausalität, dass also das eine tatsächlich mit dem anderen zusammenhängt, dass dort halt Herausforderungen sind. Nun hört sich das nach einem nahezu akademischen Ding an, nicht? Also zwei Begriffe mit K sind eben doch nicht dasselbe. Genau. Wieso ist das ein Problem, was zu ethischen Problemen führt? Also kannst du das konkret illustrieren? Gibt es da Sachen, die tatsächlich dazu führen, dass da ernsthafte Schwierigkeiten, anfassbare Probleme entstehen? Genau, also ich habe gerade ja schon gesagt, Korrelation und Kausalität. Also die Grundidee ist natürlich, über diese Korrelation eine Entscheidungsgrundlage zu bekommen. Ne? Also ich stelle irgendwas fest, mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert irgendwas und dann habe ich eine Entscheidungsgrundlage. Und das erste Problem ist schon, was kann ich überhaupt messen? Also ich muss irgendwas operationalisierbar machen. Ne? Also ich muss irgendwas zählen können, messen können, um auf der Basis zu entscheiden. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ein ganz einfaches Beispiel, so ein Lieferservice, also Pizzaservice oder so, der über KI optimiert wird. Das hört sich ja erstmal nicht schlecht an. Also ich als Kunde kriege meine Pizza warm und schneller. Nun ist es aber in der Regel so, dass die Dinger so optimiert sind, dass dass überhaupt keine Gesprächszeit eingeplant ist für den, der die Pizza liefert, mit dem Endkunden. Also das wird sozusagen per se schon mal ausgeschlossen. Der Pizzabote kann auch nicht irgendeine Tour fahren, sondern muss die optimale Tour fahren. Das heißt, wenn er mit seinem Rad lieber am Fluss lang fahren würde, anstatt an der Hauptverkehrsstraße, dann sieht das die KI auch nicht vor. Und er wird auch natürlich kontrolliert in dem Moment. Er wird daran bewertet, also eventuell sein Gehalt ist damit gekoppelt. Das ist ein Beispiel, wo man sagt, ja, okay, dann soll er halt woanders arbeiten. Also der Schaden ist überschaubar groß in dem Moment, der angerichtet wird, ist aber trotzdem irgendwie nicht so richtig fair gefühlt. Es ist für einen fair, nämlich für den, der die Pizza bestellt, der freut sich, aber für den anderen nicht mehr. Der Koch übrigens, also der oder Pizzabäcker, kriegt null Feedback, weil er keinen Kontakt mehr hat zu seinen Kunden, anders als im Restaurant. Auch da ist es vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellen würde. Ein zweites Beispiel, was schon ein bisschen extremer ist, ist das sogenannte Robber Recruiting. Also wenn ich mich bewerbe bei irgendeiner großen Firma, dann ist es häufig der Fall, dass die Firmen vorselektieren. Weil in dem Moment, wo ich eingeladen werde und ein Mensch mit mir spricht, ist das teuer. Ne? Also das ist eine teure Zeit sozusagen. Das heißt, man versucht das zu minimieren. Und nur Kandidaten wirklich zu diesen Gesprächen einzuladen, die sehr wahrscheinlich auch im Unternehmen bleiben würden. Also diese Robber Recruiting. Und was macht man da? Man nimmt einfach die Daten aus der Vergangenheit. Wer ist erfolgreich eingestellt worden und auch bei mir geblieben und hat vielleicht einen tollen Karrierepfad durchlaufen und vergleicht die mit den Aspiranten. Also da setzt man sozusagen auf Basis der historischen Daten eine KI auf und dann meldet sich einer, bewirbt sich und man hat dann in der Regel so einen Supervektor Maschinen, also eine Trendlinie. Und wenn ich über der Trendlinie bin, bin ich ein guter Kandidat, werde eingeladen. Unter der Trendlinie bin ich ein schlechter Kandidat. Das machen sehr, sehr viele Firmen. Und ich bringe mal als Beispiel Amazon. Also ich nenne jetzt bewusst die Firma, weil das auch ein bekanntes Beispiel ist. Amazon fiel irgendwann auf, hey, wir laden ja fast nur Männer ein. Also ganz viele Frauen fielen durch das Raster durch. Und dann haben sie gesagt, okay, das mag wohl daran liegen, dass wir in der Vergangenheit, wir sind ja eher so ein Techie-Unternehmen gewesen immer, mehr Männer eingestellt haben als Frauen. Also nehmen wir mal dieses Kennzeichen aus der KI raus. Also die KI sollte nicht mehr auf Männlein oder Weiblein achten, sondern völlig unabhängig vom Geschlecht, Hautfarbe und anderen Dingen agieren. Nun ist die KI ja nicht dumm, sie heißt ja künstliche Intelligenz, und schafft es, aufgrund ganz, ganz vieler anderer Informationen herzuleiten, ob es ein Männlein oder ein Weiblein ist. Zum Beispiel, an welcher Universität habe ich gearbeitet, an welcher Universität habe ich gelernt, welche Hobbys habe ich und, weil es häufig einfach bestimmte Stereotypen sind. Und hat die gleichen Schlussfolgerungen gezogen wie
vorher auch. Ne? Also die gleichen, hätte die gleichen Kandidaten eingeladen. Also da steckt in den Daten, mit denen die KI aufgebaut wird, also konditioniert wurde, steckt schon verdeckte Diskriminierung drin. Und das trägt sich dann natürlich entsprechend fort. Das Problem daran ist, dass es eine Art selbsterfüllende Prophezeiung wird. Ich lade nur Leute ein, die meiner Ansicht nach geeignet sind, die anderen lade ich nicht ein. Und die können mir beweisen, dass sie wirklich geeignet sind oder eventuell nicht geeignet sind, dann kündige ich ihn nach ein paar Jahren. Die, die aber keine Chance bekommen haben, also die ich nicht einlade, können dieses System niemals korrigieren. Ne? Also sie können mir nicht beweisen, dass sie doch geeignet gewesen wären. Und das nennt sich halt selbst, also Rückkopplung, Feedback des Algorithmus. Ich kriege nur auf einer Seite Feedback, nämlich nur von denen, die ich eingeladen habe, nicht von den anderen. Das ist immer sehr kritisch. Und solche Systeme schaukeln sich dann auf. Also wenn schon Diskriminierung in den Daten vorhanden ist, die als Entscheidungsgrundlage für die Aktionen herangezogen werden, dann ist es häufig so, dass die Systeme die Diskriminierung, wenn sie selbstlernend sind, noch verstärken, wenn es keine Kontrolle gibt. Ich würde ganz gerne noch ein drittes Beispiel bringen, und zwar das amerikanische Gesundheitssystem. Und da sehen wir auch eine kleine Chance in der KI. Also das amerikanische Gesundheitssystem, da gibt es einen sogenannten US Health Score. Also jeder Amerikaner sozusagen bekommt einen US Health Score und da über verschiedene Informationen. Also und dieses System wird in nahezu jeder medizinischen Anwendung in Amerika verwendet. Das ist auch wichtig zu wissen. Also bei Versicherungen, Krankenhäusern und, und. Und bei diesem Health Score ist es so, ich werde bewertet, also wie anfällig ich für Krankheiten bin und so weiter. Und auf der Basis wird entschieden über eine KI, wie viel medizinische Zuwendung ich bekommen soll. Also wenn ich ein kritischer Fall bin, bekomme ich halt eine höhere Zuwendung. Und die Grundidee ist, Folgekosten zu sparen. Ne? Also ich bekomme eine bessere medizinische Behandlung, dadurch werden Folgekosten gespart in der Zukunft, zum Beispiel für die Versicherung. Eigentlich eine gute Idee. Jetzt stellte sich raus über Analysen, dass Dunkelhäutige, also Afroamerikaner, und auch Latinos, extrem schlechter gestellt sind. Also man muss sich das so vorstellen, obwohl die eigentlich den gleichen Score hätten, also gleich krank sind sozusagen, stehen die Dunkelhäutigen deutlich weiter hinten in der Schlange und die Hellhäutigen weiter vorne in der Schlange. Also die Hellhäutigen wurden ganz klar bevorteilt. Und dann hat man geguckt, wie kann das denn sein, weil dieser Score sollte eigentlich neutral sein. Also die Idee war, über diesen Score auch Diskriminierung rauszubekommen aus dem System, also aus der Gesellschaft rauszubekommen und die KI eigentlich als neutrale Instanz zu sehen. Und dann stellte sich raus, okay, das ist einfach, weil es schon immer so war. Ne? Also weil die Gesellschaft in Amerika oder die medizinische Behandlung schon immer Weiße bevorzugt hat, diese Daten in die Trainings reingekommen sind, hat die KI natürlich genauso sich verhalten, wie historisch die Daten das auch hervorgegeben haben, halt nur automatisiert sozusagen. Und auch hier haben wir wieder diesen Rückkopplungseffekt. Ne? Genau, was also, wenn wir jetzt diese Beispiele nehmen, das sind ja, also das sind ja sozusagen sehr beeindruckende Beispiele, die halt sehr konkret machen, dass es da eben dann Herausforderungen gibt, die halt wirklich, wirklich ernsthaft sind. Übrigens, ich komme nicht umhin, da noch was kurz einzuflechten. Wir werden tatsächlich aller Wahrscheinlichkeit nach nächste Woche Freitag hier auch über das Thema Diversity reden, was damit ja irgendwie auch offensichtlich zusammenhängt. Ja. Die Frage wäre, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben mit diesem Recruiting, du hast es ja eigentlich selber gesagt, da ist also jetzt eine Firma, die baut halt dieses System ein, das ist halt ein erster Filter, das ist also sozusagen so ein Massenfilter und dann geht es erst weiter. Was soll ich denn jetzt, also was ist die konstruktive Lösung? Baue ich jetzt dieses System gar nicht? Sollte ich das manuell durcharbeiten? Muss ich, wenn ich das manuell durcharbeite, vielleicht irgendwelche Regeln erfinden? Oder, das ist ja irgendwie das, was in dem Beispiel ja auch so schön ist oder beeindruckend ist, selbst wenn ich jetzt irgendwie sage, naja, ich will halt eben absichtlich nicht diskriminieren nach Geschlecht oder Hautfarbe oder so und ich nehme das raus, führt es eben dann doch dazu, dass indirekt weiter diskriminiert wird? Also wo ist der Ausweg? Also der erste Ansatz hat ja offensichtlich nicht gewirkt, also diese Merkmale rauszunehmen. Wie löse ich denn jetzt das Problem? Ja, auch eine sehr gute Frage, Eberhard, weil erstmal muss ich fragen, wer kann und möchte das Problem lösen? Ne? Also ich nehme mal ganz kurz ein anderes Beispiel.
irgendein Empfehlungssystem für Produkte im Internet, ne? Also die klassischen Webshops. Denen ist ehrlich gesagt völlig egal, nach welchen Regeln da die Empfehlung zustande kommt oder ob da jemand diskriminiert wird, behaupte ich mal, ne? Also viele Webshops werden sagen, nein, aber am Ende zählt, dass ich mehr Dinge verkaufe. Also denen ist auch die Plausibilität völlig egal, ne? Also wie ist es zu der Entscheidung gekommen, dass neben einem blau karierten Hemd eine grüne Hose empfohlen wird? Solange irgendjemand das kauft, ist das okay. Es gibt ein schönes Beispiel vom amerikanischen Großhändler, der hat irgendwann mal über Korrelation herausgefunden, dass Windeln und Bier sich extrem gut verkauft, ne? Und hat das also gleichzeitig gut verkauft. Deshalb wurden Windeln und Bier, ich bringe gleich noch ein anderes Beispiel, um auf deine Frage stärker zurückzukommen, aber deswegen wurden Windeln und Bier nebeneinander platziert. Und dann hat man versucht, das herzuleiten. Also weswegen ist das so? Ja, weil die gestresste junge Frau zu Hause mit dem Baby merkt, sie hat keine Windel mehr, dann ruft sie ihren Mann auf der Arbeit an. Das war mal so 17 Uhr, war so ein Peak. Und dann fährt der junge Mann total genervt in den Supermarkt, weil er weiß, zu Hause kriegt er Stress, weil die Frau genervt ist. Und dann kauft er eben nicht nur Windeln, sondern auch Bier, um sich zu beruhigen. Also das war die Herleitung. Man hat dann gemerkt, das ist Quatsch. Aber es ist auch egal, ne? Also weil die mehr verkaufen in dem Moment. Das heißt, die hatten überhaupt kein Interesse, dem auf den Grund zu gehen, weil sie ja mehr Umsatz machen. Beim Recruiting, wer kann da was machen? Da müsste ich natürlich als Firma, also als Recruiter, als Firma, die einstellt, schon ein Interesse daran haben, dass mir keine Talente verloren gehen, zum Beispiel, ne? Also die ich nicht einlade, die vielleicht auch super gut gewesen wären. Und das ist natürlich so eine Gratwanderung. Also die wollen ja bewusst Geld sparen an der Stelle und laden die Leute deshalb nicht ein, weil sie sagen, okay, aus dem Pool der Leute, die ich dann noch einlade, die überbleiben, da sind schon genug Treffer bei. Also auf die Talente verzichte ich. Ich selber, wenn ich nicht eingeladen wäre für mich natürlich schön zu wissen, warum nicht, ne? Und wenn es einfach nur heißt, ja, eine KI hat dich rausgefiltert, dann kann ich da auch nichts machen in dem Moment, außer mich irgendwo anders bewerben. Also ich hätte noch eine Chance, irgendwo anders Fuß zu fassen. Und dann sind wir bei einem Punkt, wenn es Systeme gibt, die nahezu monopolistisch sind, ne? Also Systeme, also weil hier könnte ich mich woanders bewerben, beim Kredit genauso. Ich versuche einen Kredit zu bekommen, die KI sagt, du kriegst keinen Kredit aufgrund deiner Herkunft, Nachbarschaft oder sonst irgendwas, obwohl ich eigentlich kreditwürdig wäre, dann kann ich immer noch zum anderen Kreditinstitut gehen. Also ich habe noch eine gewisse Wahlfreiheit, obwohl der Schaden für mich natürlich groß ist, weil ich da keinen Kredit kriege. Bei anderen Systemen ist es so, dass der Schaden für mich oder die Gesellschaft, nehmen wir mal Facebook und die ganzen anderen Social Media, also die netten Blasen, die da immer aufgebaut werden durch KI, dass der Schaden für mich und die Gesellschaft eventuell extrem groß ist und das de facto monolistische Systeme sind, ne? Also da gibt es nicht 20, 100 von und ich kann nicht groß wechseln, ich kann nur entweder mitmachen oder nicht mitmachen. Und da ist meiner Ansicht nach, ist es extrem wichtig, dass eine Regulierung stattfindet. Also eine Regulierung im Sinne von, es muss einfach bestimmte Regeln geben, auch für diese Firmen, welche Informationen wie an wen herangetragen werden. Und da gibt es einige Ansätze, also viele große Firmen, also ganz interessant sogar, angefangen mit den Ansätzen der Regulierung haben in der Regel Firmen, ne? Also sowas wie Google, sowas wie Apple, wie Facebook angeblich auch. Also da muss man im Moment auch fragen, wie ernst sie das meinen. Die haben sich so eigene Ethikregeln auf die Fahne geschrieben. Also es darf keiner verletzt werden. Also die KI soll nur Gutes tun. Es soll keiner verletzt werden. Die KI soll allen dienen, also für alle positive Werte schaffen. Soll Gleichheit in den Vordergrund stellen und so weiter. Und nach den Firmen kamen irgendwann Allianzen zwischen Firmen und Staaten oder die EU ist auch gerade dabei, eine Regulierung zu schaffen oder im Bundestag gibt es auch eine sogenannte Enquete-Kommission für AI, also für künstliche Intelligenz. Und die versuchen genau das zu regulieren auf Basis dessen, wie hoch ist meine Wahlfreiheit? Und wie groß ist der Schaden, der angerichtet werden kann für Einzelne oder die Gesellschaft? Womit du jetzt aber eigentlich sagst, nicht, also wir müssen es halt regulieren und gerade bei Social Media ist das ja auch ein Thema und wir sollten darüber gleich nochmal reden, aber wenn wir jetzt nochmal über das Beispiel reden, über dieses System fürs Recruiting, also unter der Bedingung, dass jetzt irgendjemand sagt, diese Diskriminierung wollen wir halt nicht mehr,
Und dafür gibt es ja nicht nur ethische Gründe, sondern du hast es ja auch selber gesagt, man will sich ja auch, also nicht, man will halt an der Stelle relativ schlicht, wo man ein Mitglied einer unterrepräsentierten Gruppe hat und die Person ist gleich qualifiziert wie eine aus der Mehrheitsgruppe, will man eben auch natürlich diese Person einladen. Deswegen ist Diskriminierung ja auch nicht im Interesse des Arbeitgebers überhaupt. Also es ist nicht nur ethisch, sondern auch wirtschaftlich problematisch. Wie ist der Ausweg? Hat Amazon das irgendwie gelöst? Ist ja ein nicht triviales Problem offensichtlich, weil der erste Ansatz, also dieses Merkmal rauszunehmen, hat ja nicht gereicht. Nee, genau. Also man muss es erstmal erkennen, ne? Das ist schon mal das erste Problem. Und erkennen, dafür sind wir Techniker, sage ich jetzt mal, also Informatiker, schlechtmöglichst geeignet, sondern da gibt es sogenannte Sozioinformatiker, also quasi ein eigener Berufsstand oder ganz, ganz andere Gruppen, die darauf spezialisiert sind, genau solche Probleme überhaupt erstmal zu erkennen. Und wenn ich es erkannt habe, gibt es schon verschiedene Verfahren. Also jetzt als Beispiel. Männlein, Weiblein. Ich habe gerade gesagt, okay, man nimmt dieses eine Merkmal raus, aber die KI ist irgendwie so klug, das doch hinzubekommen. Also wenn ich den Verdacht habe, dann kann ich ein Blackbox-Testing durchführen. Das heißt, ich erzeuge zwei Profile, die sich nur in diesem einen Merkmal unterscheiden und setze die dann sozusagen gegen die KI an und gucke, was am Ende bei rauskommt. Und wenn der eine eingeladen wird, der andere nicht, dann ist es relativ offensichtlich, dass im Hintergrund irgendwas noch passiert. Das ist ein schönes Beispiel, als die Apple Credit Card rauskam. Da gab es so einen Skandal, dass ein Ehepaar, quasi der Mann, einen deutlich höheren Score bekommen hat als seine Frau, obwohl die alles gemeinsam hatten. Ne? Das Haus gehörte denen gemeinsam, alle Konten gehörten denen gemeinsam. Also der einzige Unterschied, und die haben, glaube ich, auch beide also bei dem gleichen Arbeitgeber gearbeitet. Und ich glaube, sie hatte sogar eine höhere Position als er, wenn ich es richtig erinnere. Und trotzdem war sein Credit-Faktor 20 höher. Ne? Ja, war das nicht der Daniel Hennemeyer-Hansen von 37 Signals, der Erfinder von Rails? Ich meine, der hat Genau, also zumindest der hat darüber was das, geschrieben. der hatte es publik gemacht, aber dann kam raus, dass selbst von Apple Mitarbeiter anders behandelt wurden. Ne? Also das hat ziemliche Wellen geschlagen. Aber die Idee ist erstmal, dass überhaupt eine Nachvollziehbarkeit da ist. Das ist diese Enquete-Kommission, von der ich gesprochen habe. Also die hat vorgeschlagen, je nachdem, wie wichtig es ist, also wie viele Wahlmöglichkeiten ich habe und wie groß der Schaden für Person und Gesellschaft ist, der angerichtet werden kann, sollten unterschiedliche Offenlegungsgrade sozusagen vorherrschen müssen. Also bei dem einen muss, also bei sowas wie ein Vorschlagswesen für Produkte im Internet, das ist ja völlig egal. Ne? Also da sagen die, das ist Klasse 0, da kann jeder für sich selber entscheiden, das ist nicht so wichtig. Wenn es um sowas wie Jobs geht, dann möchte ich schon gern wissen, welche meiner Daten sind verwendet worden und auf welcher Basis ist die Entscheidung gefällt worden. Also da geht es eher um Offenlegung von Eingangsdaten und Modellen oder Algorithmen. Und das geht halt viel, viel weiter bis hin zu, wie exakt ist die Entscheidung gefällt worden. Ne? Also das eine ist mehr so, dass dokumentiert wird, was wird im Hintergrund eigentlich benutzt, also ein Expertensystem oder neuronale Netze und sowas. Und bei der letzten Stufe, also der härtesten Stufe, die noch KI erlauben würde nach der Etikettkommission, da ist es so, dass man wirklich das schon fast selber zu Hause nachbauen könnte oder simulieren könnte, weil die Entscheidungsstränge so offengelegt sein müssen. Und das schließt unter anderem bei solchen Systemen auch sowas wie neuronale Netze aus, weil bei neuronalen Netzen halt nur kleinste Eingangsparameter verändert werden müssen und eventuell was ganz anderes rauskommt durch die einfach Aneinanderreihung von gewichteten Funktionen. Ne? Also es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, ist es jetzt wegen meiner Nase oder meiner Ohren oder meiner Haare passiert, sondern einfach die Summe von allem ergibt dann irgendwas am Ende. Genau, bedeutet das jetzt, also es hörte sich jetzt an bei dem Recruiting, dass halt eine Möglichkeit wäre, wenn man es sozusagen rausgefunden hat, vielleicht auch dann sozusagen anders, also einen Datensatz vorzulegen, der halt sozusagen das dafür sorgt, dass das entlernt wird. Also dass man halt sagt, nicht, man hat eben Datensätze, die du hattest es ja gesagt, dass man das als Test machen kann, dass man also sagt, wenn sich nur die Herkunft ändert, die Universität ändert oder so, ansonsten ist irgendwie alles gleich, dann sollte halt auf der einen Seite immer ein Positiv- oder immer ein Negativergebnis sein. Es sollte eben unabhängig sein von bestimmten Merkmalen. Das könnte man ja durch die Trainingsdaten versuchen zu erzeugen, dass man halt sagt, hier sind halt identische Trainingsdaten, dieses Merkmal sollte keine Rolle spielen. Sorgt bitte dafür, dass dann auch das richtige Ergebnis rauskommt. Ist das ein Ansatz dafür, damit umzugehen?
Genau, also das wäre dieses Blackbox-Testing, von dem ich da gerade Genau. gesprochen habe, setzt natürlich immer voraus, dass ein gewisses Interesse beidseitig da ist, ne? Also dass auch der Leute einstellen möchte, dieses Interesse hat. Und ich glaube nicht, dass es immer da ist, weil sie halt einfach Geld sparen wollen, sozusagen. Und es setzt voraus, dass überhaupt die Tendenz erkannt wird, ne? Also das ist ganz wichtig und das ist eben was glaube ich, nicht wir Informatiker unbedingt rausfinden können, sondern da muss man vielleicht sogar wieder andere Systeme draufsetzen, die genau diese Korrelation dann aus den Daten nochmal rausziehen oder aus den Ergebnissen, aus den Entscheidungen der Daten, ne? Genau. Gut, ich wollte sowieso noch mal auf dieses Thema mit Social Media tiefer eingehen. Hier ist noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast. Katie McDerp auf Twitch hat gefragt: Hast du eine Meinung zum Thema Diskriminierung in Social Media und Shadowbans? Also die Sache, dass man jemanden blockiert oder teilweise blockiert, ohne dass das für den Benutzer selber tatsächlich sichtbar ist. Also ist das für mich persönlich wäre das ehrlich gesagt kein großes Problem. Was im Hintergrund ja entsteht, ist, dass ich nur bestimmte Informationen dann auch sehe, ne? Also, und das ist diese Blasenbildung, von der ich gerade gesprochen habe. Das sehe ich als größeres Problem. Also, dass ich durch künstliche Intelligenz, und da zählen diese Shadowbans natürlich letztendlich mit rein, ein Bild der Realität vorgegaukelt bekomme, was nicht der wirklichen Realität entspricht und auch nicht der breiten Masse entspricht. Also ich bewege mich sozusagen in meiner Blase und denke, wow, also wir sehen das, haben das ja in Amerika sehr schön gesehen, aber man braucht gar nicht nach Amerika gehen, das ist in Deutschland genauso. Und ich denke, wow, alle denken genauso wie ich, das muss ja stimmen. Und dann gibt es so zwei Querdenker, die irgendwas anderes denken. Das ist die Blase, die ich sehe. Und die zwei Querdenker sehen natürlich genau die andere Blase, also die sehen sozusagen Hunderttausende, die genauso denken wie Sie und sehen mich als ein oder zwei Querdenker an. Und das sehe ich schon als Riesenproblem an, ne? Also, dass man das Gefühl hat, man bekommt neutrale Informationen oder objektive Informationen, die aber stark subjektiv geprägt sind und auch stark manipulativ zusammengeballt worden dann. Wobei, also was du damit ja diskutierst, ist genau diese Blasenbildung. Also ich bekomme eben auch lustigerweise, wenn ich mir zum Beispiel meinen Google News Stream angucke, natürlich irgendwie Sachen, die halt auf mich spezialisiert sind und bekomme darüber halt bestimmte Informationen. Ich muss ja gestehen, ich finde das eigentlich sehr angenehm. Ist nicht das wirkliche Problem, also, und das ist ja auch fein. Ist nicht das wirkliche Problem, also ist wirklich das Problem die Blase oder ist das Problem, dass man sagt, also auch wenn ein Faschist um die Ecke kommt und hat irgendwelchen Kram erzählt, der halt gerade nicht mehr strafbar ist, ist das halt gleichberechtigt mit jemandem, der jetzt sagt, wir sollten uns vielleicht mal dafür einsetzen, das Klima zu schützen. Und dass man dann eben in eine Blase kommt, also die Blase, die halt sagt, wir müssen das Klima schützen. Da entfällt mir jetzt, warum das, also ich habe gerade eine Schlagzeile gesehen, gestern oder so, da war halt die Aussage, dass eben Social Media eigentlich eine Gefahr für die Demokratie tatsächlich ist. Und das muss wohl irgendeine EU-Kommissarin gesagt haben. Also wenn ich jetzt in einer Blase mich wiederfinde, wo halt alle sagen, das Klima ist halt ein Problem, würde ich das halt nicht bezeichnen als etwas, wo ich jetzt sage, und was halt sofort demokratiefeindlich ist. Wenn ich hingegen in einer Blase lande, wo ich halt nur von Faschisten umgeben bin, dann halt auf jeden Fall. Ist dann die Blase das Problem oder ist nicht das Problem, dass wir eben sagen, es gibt halt Faschisten und beliebige andere Meinungen, nicht? Also ich kriege zum Beispiel über meine bevorzugte Sportart dann besonders viele Informationen und das ist ja offensichtlich, also finde ich jetzt nicht dramatisch. Ja, da bin ich tatsächlich 100% bei dir. Also ich glaube, die Blase an sich ist nicht das Problem, aber die mangelnde Medienkompetenz, ne? Also wir haben, glaube ich, zwei Aspekte. Also A, die mangelnde Medienkompetenz, dass nicht jedem bewusst ist, ich kriege gerade eine Blase zu Gesicht, aber es gibt auch noch andere Meinungen. Und wir leben ja aktuell leider in einer Kultur, in der es schon fast unmöglich geworden ist, über andere Meinungen zu diskutieren. Also sobald ich nicht mehr Meinung der einen Blase habe, werde ich einfach nur noch beschimpft und mit Dreck beworfen, so ungefähr, und mir werden Vorwürfe gemacht. Also dieser offene Austausch findet kaum noch statt. Das ist der erste Punkt. Also ich glaube, mir muss klar sein, ich habe bewusst diese Blase gewählt, also jetzt in deinem Fall die positive Blase, Klimawandel als Beispiel.
Also positiv im Sinne von, das wird schon stimmen. Die habe ich bewusst gewählt, weil mich die Informationen interessieren und ich gar nicht ein Grundrauschen von Milliarden anderen Informationen haben möchte, sondern genau das auch sehen möchte. Das ist ja ähnlich wie Vorschlagswesen in Shops. Also ich freue mich, dass mir nicht Trilliarden Produkte angeboten werden, sondern die fünf, die mit hoher Wahrscheinlichkeit passen. Mir muss nur klar sein, es gibt auch andere Meinungen und das ist auch okay, solange sie eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Und da sind wir bei der, glaub ich, bei dem zweiten Problem, was du gerade angesprochen hast. Welche Blasen sollten erlaubt sein und welche Blasen sollten nicht erlaubt sein? Und das ist genau das, was die Enquete-Kommission auch gesagt hat, dass sie sagen, diese Blasen können einen unglaublichen gesellschaftlichen Schaden anrichten, ne? Also denken wir an die letzte US-Wahl, wo plötzlich das Kapitol gestürmt wird und alle sich denken, wie kann das denn bitte sein? Weil die auch in einer Blase organisiert dachten, es gibt nur diese eine Welt und die wird schon irgendwie stimmen. Und da sind natürlich oder sollten natürlich Grenzen gesetzt werden, ne? Und das ist aber genau das Thema auch dieser Enquete-Kommission, wo sie sagen, das ist eine Risikoklasse. Wenn ein Einzelner diese Meinung hat und sich in dieser Blase bewegt, ist es eigentlich kein Problem. Aber der gesamtgesellschaftliche Schaden, der damit angerichtet werden kann, der ist so groß, dass es auf jeden Fall kontrolliert werden muss. Genau, guter Punkt. Es gab jetzt noch zwei sozusagen Nachsätze dazu. Also das eine nochmal zu dem Thema Shadowban. Das lief auf Facebook im Zusammenhang mit der US-Wahl. Da wurden Verteiler von Fake News in den Feeds einfach nicht mehr oder weniger angezeigt. Also das ist, glaube ich, die Erklärung. Und der andere Kommentar ist noch, das Problem ist, dass der Faschist nur noch anderen Faschisten angezeigt wird. Die nicken sich gegenseitig zu und fühlen sich in ihrer Meinung bestärkt, was du, glaube ich, auch diskutiert Genau. hast. Es gibt Also keine Diskussion mehr. Wobei ich eben da auch mich frage, also wie soll ich sagen, ich bin halt nicht sicher, ob man mit Faschisten diskutieren wollen würde. Das ist dann sozusagen das nächste Thema. genau, da sind wir aber eher bei natürlicher Intelligenz und nicht bei künstlicher Intelligenz. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema an der Stelle. Genau, und wie man dieses Problem dann sozusagen wieder an der Stelle sozusagen unter Kontrolle bringt und auflösen kann, nicht? Das ist ja Genau. eigentlich da Aber da der vielleicht Punkt. nochmal ganz kurz eingehakt, weil ich jetzt so oft das Wort Kontrolle erwähnt habe, ne? Also es soll sich nicht so anhören, als wenn jeder Feed oder jeder Tweet da bis ins kleinste Detail kontrolliert wird, sondern die Algorithmen, die im Hintergrund dafür sorgen, wer was zu sehen bekommt und welche Blasen aufgebaut werden, die müssten kontrolliert werden. Das ist die Grundidee, ne? Also die müssten offengelegt werden, wie sie funktionieren. Es muss klar sein, welche Daten reingehen, auf welcher Basis Entscheidungen gefällt werden, wer was sieht, damit man da halt genau solchen Strömungen entgegensteuern kann. Ja, wobei, also eine Kontrolle findet ja in gewisser Weise statt. Also es ist halt in Deutschland strafbar, den Holocaust zu leugnen. Es ist halt genauso strafbar, Volksverhetzung zu begehen. Und das bedeutet ja, dass halt in bestimmten Bereichen halt auch durchaus eine Kontrolle dann stattfinden Ja, könnte oder ja. sollte, oder? Das auf jeden Fall, genau. Gut. Also wir haben das ja interessanterweise auch bei den US-Wahlen gesehen, dass in dem Moment, wo Trump keine Chance mehr hatte zu gewinnen, plötzlich alle Social-Media-Kanäle gesagt haben, wir machen jetzt mal den Kanal dicht und bannen ihn. Das hätten sie auch 4 Jahre vorher machen können, ne? Also den Müll, den er da produziert hat, der war ja 4 Jahre gleich schlimm, behaupte ich mal. Und der wurde nicht erst schlimm, als er nicht mehr Präsident werden konnte. Und trotzdem haben sie so lange aus Eigeninteresse, also meine Mutmaßung, aus Eigeninteresse gewartet, die Kanäle dicht zu machen, bis sie selber keinen Schaden mehr davon tragen konnten. Ja, wobei also das, was ich auch als Erklärung gehört habe, ist eben auch die Aussage, dass eben, wie soll ich sagen, also der Präsident der Vereinigten Staaten ist eben der Präsident der Vereinigten Staaten Genau. und es hat dann möglicherweise das Recht, weil er eben Präsident der Vereinigten Staaten ist, seine Meinung, die man anderen nicht zugesteht, dann tatsächlich auch zu veröffentlichen. Also das ist halt, ist ja irgendwie diese Abwägung, nicht? Zwischen tatsächlich Meinungsfreiheit und Dinge halt irgendwie nach draußen tragen und eben auf der anderen Seite bestimmte Dinge nach deutschen Gesetzen, eben zum Beispiel sowas wie Holocaustleugnung, dann zu illegalisieren. Wir sind ein bisschen, eigentlich sind wir sogar schon fast übers Ende hinaus. Danke erstmal für das Gespräch. Soweit gibt es noch irgendetwas, Gerne. was du loswerden wirst, irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen oder irgendwas, worauf du hinweisen möchtest. Dein Talk hattest du ja schon zu dem Thema gehalten, aber gibt es noch andere Genau, auf Sachen? den Talk kann ich nicht mehr hinweisen. Ich habe noch zwei Ja. Talks, aber die sind thematisch Worüber denn?
Einmal über alternative Architekturen zu Microservices und einmal zum Thema Cloud. Wie viel Cloud darf es denn sein? So ungefähr. Das hört sich auch super spannend an. Nee, gibt es sonst noch Sachen, die du loswerden möchtest zu dem Thema KI und Ethik an der Stelle? Ja, also mit der KI, also mir ist ganz wichtig, das habe ich aber auch schon heute mehrfach gesagt, es wird immer sehr auf diesen Algorithmen rumgeritten, ne? Also nutze ich jetzt Expertensysteme, also Entscheidungsbäume sozusagen, etwas plakativ gesprochen, oder Supervektormaschinen oder neuronale Netze und Riesenhype. Und das Problem sind aber, und dann wurde auch schon vorgeschlagen, da müsste es einen TÜV sozusagen für diese Algorithmen geben, um sicherzustellen, also für die Modelle, um sicherzustellen, dass sie keinen Blödsinn machen. Das eigentliche Problem sind aber immer die Daten. Also die Daten, die Wahrheit liegt in den Daten sozusagen, ne? Also sind die Daten vollständig oder fehlen da welche? Thema Diskriminierung, also Gesichtserkennung zum Beispiel, funktioniert bei Dunkelhäutigen und Asiaten extrem schlecht, weil das ursprünglich nur mit Hellhäutigen trainiert wurde, weil das die lukrativeren Geschäftsmodelle waren, ne? Und das heißt, die Daten sind dann nicht vollständig an der Stelle. Sind die Daten schon diskriminierend? Also man. Ganz, ganz wichtig, die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, immer erstmal eine Datenanalyse betreiben. Weil da habe ich den größten, oder da habe ich den Hebel letztendlich an der Stelle. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, KI ist letztendlich ein Spiegel der Gesellschaft und KI formt die Gesellschaft. Das heißt, wenn ich 1.000 Mal auf Google-Suche irgendwas anklicke, dann trainiere ich die KI von Google. Und dann muss ich mich nicht wundern, wenn irgendwelche Ergebnisse am Ende, also irgendwelche Treffer high gerankt werden. Das ist das, was die Gesellschaft widerspiegelt. Und formt die Gesellschaft, haben wir gerade drüber gesprochen, diese Blasenbildung. Ne? Genau, und vielleicht diese selbstverstärkenden Prozesse, über die du auch gesprochen hast, nicht? Also, Genau, dass man eben genau. sagt, also, dass ich halt vielleicht so eine latenten Drall in eine bestimmte Richtung habe und dann eben sich das selbst verstärkt, weil ich eben andauernd Nachrichten sehe, die mich da drin irgendwie noch stärker verstärken und so weiter. Genau, Gut. genau. Vielen Dank Ja, ich dafür, danke dir, Eduard. dass du da warst und wir so intensiv über das Thema diskutieren konnten.